Herzlich willkommen bei Eschers Tarot, lieber Steinbock. Ich möchte mal schauen, wie deine nächste Kalenderwoche energetisch schon aussieht. Kalenderwoche 18 beginnt am 1. und endet am 7. Mai. So, als erstes mische ich die Karten in der Hand, um zu schauen, ob welche rausfallen, um ihnen einfach die Gelegenheit zu geben, rauszufallen. Und seht ihr, dieses richtig gehüpft. Der Tod. Nicht erschrecken, auch wenn das im ersten Moment eine gruselige Karte ist. Ich erkläre sie gleich, wenn weitere Karten dabei liegen, weil der Tod kann auch immer eine sehr positive Karte sein, wenn es um entsprechende Dinge geht. Na, fällt hier mal eine raus? Eine Butter. Gerechtigkeit, okay. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Kombi. Das heißt, eine Ungerechtigkeit wird sich totlaufen. Ihr werdet wieder zu eurem Recht kommen. Bei dem Tod stirbt in der Regel niemand. Also das ist tatsächlich, es geht nur darum, dass eine Angelegenheit sich totläuft. Und das hier ist tatsächlich eine sehr positive Legung, auch wenn wir sehr viele, ich sag mal, gruselige Karten haben. Okay, der Tod. Das ist so ein bisschen der Dieb im Tarotbild, ne? Ich nehme etwas weg. Und das Schöne ist aber jetzt mit dem Gericht, es wird sich aufdecken. Egal, was da jemand euch nicht Gutes wünscht oder einfach irgendwelche Hinterhältigkeiten plant oder euch vielleicht auch bestehlen möchte. Jetzt nicht im Sinne von, er bricht in eure Wohnung ein, sondern vielleicht möchte er euch auch was anderes wegnehmen. Ich sag mal, Gefühle, Aufmerksamkeit, Lob und Anerkennung. Eine hinterhältige Kollegin auf der Arbeit, die sich immer wieder in den Vordergrund stellt, ne? Auch sowas kann das sein. Das können auch hinterhältige Behauptungen sein über euch, die gar nicht stimmen, ne? Und das wird sich totlaufen. Das ist was Gutes. Gleichzeitig kommt hier etwas auf den Tisch. Das heißt, derjenige, der hier richtig viel Schaden verursachen wollte, der kommt jetzt in die Position des Angeklagten. Der Chef könnte das vielleicht durchschaut haben, wie diese Kollegin arbeitet, dass diese Kollegin euch immer wieder verleugnet und Rufmord begeht, ne? Und das ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Das heißt, diese Hinterhältigkeiten werden sich totlaufen. Ich möchte einmal nochmal der Vollständigkeit halber sagen, wenn ihr hinterhältig euch verhalten habt in letzter Zeit, auch das könnte jetzt auf den Tisch kommen. Ne? Die Zeit der Hinterhältigkeiten ist vorbei. Jemand wird da ein gerechtes Urteil sprechen. Also verhaltet euch immer brav und lieb und so, dass ihr euch nicht rechtfertigen müsst. Ne? Dann passiert sowas auch nicht. Okay, lieber Steinbock, ich bedanke mich fürs Zuschauen.